sind hier heute in der Autobahnmeisterei Erkner. Vor uns liegt eine Veranstaltung. Wir werden CITS vorstellen, ein Baustellenwarner, der dafür sorgt, dass wir in Zukunft sicherere Autobahnen haben, dass wir weniger Emissionen haben und dass wir, ganz wichtig, auch weniger Staus auf den Strecken haben. Wir erwarten den Bundesminister Wissing und viele weitere Gäste. Und wir werden im Anschluss unseren Gästen einmal zeigen, wie CITS eigentlich funktioniert. Und zwar ganz praktisch im Rahmen einer Demofahrt. Ja, Deutschland soll das weltweit erste Land werden, in dem autonomes und vernetztes Fahren selbstverständlich Teil unseres Alltags wird. Das sind Meilensteine, die wir hier auf den Weg bringen. Ganz wichtige Schritte. Man kann Mobilität nicht nur durch den Ausbau des Straßennetzes sichern, sondern auch, indem man das vorhandene Straßennetz intelligenter nutzt. Und freie Kapazitäten muss man dafür kennen. Und intelligente Systeme teilen uns mit, wo ist Platz für mich, wo ist Platz für meine Warenlieferung. Und dann fließt der Verkehr und die Umwelt wird geschont, weil wir kein Stop-and-Go haben. Und die Waren und die Menschen kommen pünktlich an. Das vernetzte Fahren, meine Damen und Herren, ist ein Teil der Digitalisierungsstrategie der Autobahnen. Das bedeutet, dass wir Informationen über Ereignisse, zum Beispiel eine Baustelle oder eine Panne, über Transponder raussenden. Die wird dann per WLAN oder 5G-Masten in unsere Verkehrszentralen übertragen. Von den Verkehrszentralen übertragen wir die Informationen dann direkt in die Fahrzeuge. Das ist ein Beitrag dafür, dass wir die Verkehrssicherheit erhöhen, aber auch dafür, dass wir einen Verkehrsfluss optimieren, was für die Autobahngesellschaft auch ganz wichtig ist. Der Baustellenwarner ist die erste Anwendung, die europaweit eingeführt wird unter dem Stichwort CITS. CITS geht von der Vernetzung Fahrzeuge und Infrastruktur aus und wir nutzen diesen Dienst, um von unseren Baustellenfahrzeugen Informationen in den Verkehr, in die Fahrzeuge zu übertragen. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pannenhilfe schützen und die Sicherheit erhöhen. Das heißt, wir werden zum einen die K2X-Kommunikation dahingehend nutzen, dass wir den nachfolgenden Verkehr warnen, hier ist eine Panne. Achtet bitte auf uns. Eine Sache ist mir ganz wichtig und deswegen nicht diese Veranstaltung ausgefallen. Der Nutzen von K2X steigt mit der Anzahl der Anwender. Und wir haben jetzt sehr viele Fahrzeuge schon auf den Straßen. Jetzt kommt die Verkehrsinfrastruktur eben noch dazu. Ich erwarte eigentlich jetzt auch von diesem Tag Impulse, dass noch mehr Teilnehmer gefunden werden und motiviert werden. Ja, es funktioniert. Circa 500 Meter vorher hat das System schon angeschlagen. Und hat auch runtergezählt und auf den Punkt genau angezeigt. Wir haben hier heute eine sehr erfolgreiche Veranstaltung gehabt mit vielen Gästen, mit interessanten Beiträgen und vor allem konnten wir zeigen, wie gut CITS funktioniert.